Es gibt eigentlich nur drei Ebenen einer digitalen Strategie. Ja, und diese drei Ebenen sind extrem wichtig. Und ich erkläre Ihnen das jetzt anhand eines Bildes. Stellen Sie sich einfach mal gedanklich vor, so vor Ihrem inneren Auge, ich wäre eine gute Fee. Also so zum Beispiel. Ja, also ich wäre eine gute Fee. Und ich würde Ihnen heute Abend erscheinen in Ihrer Wohnung, Ihrem Palast, Ihrem Haus, ganz egal, wie Sie wohnen, und würde Ihnen sagen, ich schenke Ihnen einfach mal ein neues Zimmer. Sie dürfen selber entscheiden, wie groß der sein soll. 100 Quadratmeter mit Parkettboden drin, können Sie haben. 6 Meter hoch, Stuckdecken, können Sie haben. Und für dieses Gebäude, für diesen Raum müssen Sie keine Miete zahlen und gar nichts. Also wenn Sie da was reinstellen wollen und Betriebskosten, das müssen Sie bezahlen. Aber an sich, das Ding ist erstmal kostenlos. Was würden Sie machen? Sie würden sich überlegen, was kann ich mit diesem Raum machen, was ich mit den anderen Räumen in meinem Haus, Palast, Schloss, Wohnung nicht machen kann. Das könnte sein, Sie machen da eine Ausstellung rein, eine Bibliothek, begehbaren Kleiderschrank, begehbaren Kühlschrank, ein Billardraum, keine Ahnung. Sie würden irgendetwas machen. Wenn Sie kein Konzeptkünstler sind, würden Sie eine Sache aber mit Sicherheit nicht machen. Sie würden sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich lasse den Raum komplett leer, lasse ihn komplett ungenutzt und hänge nur 3 Schilder auf. Geh mal in die Küche, geh doch mal ins Schlafzimmer, geh doch mal ins Wohnzimmer. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Und genau das machen wir in der Regel, wenn es um das Thema Digitalisierung im Kultursektor geht. Wir haben da einen komplett neuen Raum und was machen wir? Wir machen Werbung. Wir machen drittklassiges Kulturmarketing mit dem Ziel, dass die Leute dann in die echte analoge Institution kommen. Und jetzt können wir davon wunderbar ableiten, was die drei Ebenen einer digital-analogen Strategie für eine Kulturinstitution ist. Erstens, wir überlegen uns, was können wir im digitalen Raum machen, was für sich alleine steht, was für sich alleine einen Mehrwert ergibt. Ja? Also ohne dass da gleich, nicht Werbung für das Analoge, sondern was können wir in dieser riesigen Optionswelt des Digitalen tun, was den Menschen einen konkreten Mehrwert ergibt, ohne dass sie in die analoge Institution kommen. Das ist der erste Schritt. Ja, das ist die gute Fee. Dann überlegen wir uns, wie verbinden wir denn dieses digitale Angebot mit dem Analogen? Ja, mit dem analogen Raum, mit dem echten Raum, mit den Originalexponaten und so weiter und so fort, mit den echten Büchern, mit den Archivalien, was immer Sie da haben. Ja? Und dann überlegen wir uns im dritten, wie sieht eigentlich das Zusammenleben in dieser neuen Wohnung aus? Ja? Wie sieht denn das, was machen wir damit? Wie soll denn das Leben da drin dann aussehen? Das ist dann der strategische Teil, wo es darum geht, was für Strukturen, was für Prozesse, was für Stellenbeschreibungen haben wir. Ja? Also das ist das ganz Entscheidende. Der nächste Schritt ist also zu sagen, nachdem wir Problemlösungen definiert haben und ein Verständnis für das Thema Digitalisierung unserer eigenen Institutionen geschaffen haben, diese drei Ebenen zu beleuchten. Ich habe das für Sie mit einem weiteren Feenbild nochmal versucht, Ihnen zu geben. Also zuerst überlegen wir uns, was können wir im Digitalen anbieten, was für sich alleine steht, für sich alleine einen Mehrwert anbietet, ohne dass es eine Anbindung an den analogen Raum gibt. Und dass ich recht habe, das kann ich Ihnen beweisen, nicht weil ich so lustige Fotos Ihnen zeigen kann, sondern schlichtweg gucken Sie die Corona-Situation an. Die Leute können nicht in die Institution gehen. Das Ergebnis ist, der Kultursektor ist de facto ausgeschaltet. Ja? Wir haben wirklich kaum wirklich halbwegs interessante, mehrwertschaffende, umfassende, nachhaltige Angebote im Digitalen. Ja? Das machen jetzt so Firmen wie Electronic Arts. Ja? Aber das macht nicht der Kultursektor und das ist total schade. Ja, schaffen Sie etwas im Digitalen, was dort einen Mehrwert bringt, ohne Anbindung des Analoge. Dann, was sind die Schnittstellen zwischen Digital und Analog? Wie verbinden wir das? Wie schaffen wir daraus einen digital-analogen Lebensraum? Ja, und darauf basierend kriegen wir eine Gesamtstrategie mit Personalbeschreibung, Raumbedarfen, mit Budgetplanungen, Investitionsplanung, Innovation Management und so weiter und so fort. Alles andere sage ich Ihnen gleich. Macht keinen Sinn, dann machen Sie das mit den Fähnchen und kaufen sinnlos Software und Hardware, die Sie schon in 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen können. Ja, das sind die drei Ebenen. Wenn Sie die beherrschen, wenn Sie das machen, kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen.